Ein herzlich fröhliches Morgen und willkommen zurück bei Anno 1800 mit eurem Hannibal. Ja, wir sind aktuell in einer Krise nach der anderen. Wir kriegen im Moment nicht so viel hin. Ja, gefühlt gar nichts. Wo ist sie denn, die Angie? Oh, die Angie ist unterwegs. Aber ich hoffe mal, dass wir jetzt so schnell wie möglich hier das Stahl rüberkriegen, damit wir endlich das Hospital bauen können. Damit wir hier unsere Stadtbevölkerung wieder herstellen können. Ansonsten haben wir nämlich ein ganz großes Problem. Reserve an Arbeitskräften minus 7. So. Weil wir müssen ja auf jeden Fall unsere Bevölkerung wieder aufbauen. Nachdem wir die Epidemie irgendwann mal besiegt haben. Hier haben wir ja dasselbe Problem. Schiff vom Stapel gelaufen. Neue Befehle? Wo ist sie denn, die Angie? So, Routen. Schnaps und Wurst. Ziegelsteine. Das ist eigentlich... Das ist eigentlich Schwachsinn. Oder? Doch, das ist kein Schwachsinn. Oh, das Ding ist wahrscheinlich eh voll. Aber wenn ich hier die Seepocke dafür nehme, und dafür die zwei kleinen runter, ist glaube ich sinniger. So. Ja, ja, komm, gib Gas. So, in 5 Minuten werde ich vielleicht deine Insel sogar schon kaufen. Handelsmenü. So. Welches Hospital ist in der Nähe? Kornkammern sind bis zum Bersten gefüllt. So. Planen wir noch ein Hospital, planen wir am besten mal hinten. Weil die haben ja immer nur eine sehr begrenzte Reichweite, wie mir hier auffällt. So, und da müssen wir auch noch einen Weg hin machen. So. Das bauen wir auch wieder auf. So. Dann haben wir das schon mal. Ja, bauen schon mal langsam. Langsam aber sicher können wir dann wieder die Stadt wieder aufbauen. Unzufriedene Bauern. Ja, du kannst nicht arbeiten, weil du krank bist. Zum Glück ist das jetzt bald hier alles vorbei. Und Old Verb. So.
Das kriegen wir ja auch mal wieder auf die... Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Ja, ja. Bemerkenswert effektive Heilung. Indem ich hier die halbe Stadt in Schutt und Asche lege. Das ist so sinnvoll. So. Na gut, die Stadt ist eigentlich eh nicht unbedingt mein Juwel. Ekelhafte Stadt. Obwohl vom Aussehen her ist er eine gute Stadt. Ja, aber das war's auch schon. Ja, ja, ein Besucherkai fehlt. Das Schiff ist aber wenigstens in der Lage, ordentlich Schaden anzurichten. Das Linienschiff. Jo. Kriegen wir jetzt so langsam wieder hier den Normalzustand hin oder hat noch jemand irgendwas vor? Die Konservenfabrik. Wir haben nur eine Konservenfabrik, das ist unser Problem. Oh, jo, ist gut. Wirtshaus. Wo haben wir denn den Marktplatz? Da haben wir, wo ist der Marktplatz? Jo. Konserven haben wir aktuell gerade mal 123. Das ist unser Problem. Rum kriegen wir ja nicht ran. Weiß auch nicht, wo wir den herkriegen sollen, so schnell. Die Großküche, ja. Die dürften eigentlich genug zu tun haben. Ja, das braucht alles seine Zeit, ne? Fleisch kommt woanders her, das kommt woanders her. Oh. Das kommt alles woanders her, aber nicht von hier. Oh. Brauchen eigentlich nur eine dritte Konservenfabrik. Ja, Flaggschiff. Ich habe eine Idee. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Ah, komm. Er hat einen Wenderadius wie ein LKW, ne? Wie ein riesiger LKW. So. Dann kannst du mal alles mitnehmen. Und hier mal runterbringen. Das Ganze mal hier runterbringen. Sind unterwegs. Ja, ja, ist gut. Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Ja, ja, gleich. Kann ich gleich machen. Ab geht die Post. Zwei sind ein Paar. Gemeinsam triumphieren wir.
Begleitschutz. Mhm. Wo soll es denn hingehen? Ach, wahrscheinlich an einer Stelle der Welt. So wie ich das hier kenne. Ach ja, herrlich ist das, absolut herrlich. So, haben wir das schon mal. Kahinas Leuchtturm. So, dann wollen wir mal schauen. Madame Kahinas Leuchtturm. Okay, da fährt er hier Dreh dran vorbei. Bars haben wir schon mal. Das sieht schon mal gut aus. Ja, das Einkommen ist wieder mal ein bisschen im Keller. Wie kann ich denn das... Lass mal gucken. Nähmaschinen. Wie viel haben wir denn da auf Lager mittlerweile? Müsste da eigentlich schon mal was auf Lager sein? Gib ihnen den kleinen Finger und sie greifen die ganze Hand. Arbeitsbedingungen. So. Plus zwei Handwerker, aber ordentlich mehr an sonst was. Mein Problem ist, ich habe im Moment, ich müsste eigentlich noch wenigstens Nähmaschinenfabrik. Dann sollte ich wenigstens noch eine Nähmaschinenfabrik bauen. Oder? Ja. Ist, glaube ich, sinnvoll. Das ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Mit noch einer Nähmaschinenfabrik dem Ganzen etwas entgegenzuwirken. So. Ja, bald klebt dein Blut an meinen Fingern, nur. Madame. So. Okay. Ja. Minus 700. So. Ja. Jemand kauft Anteile von meiner Insel. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. So, sind wieder hergestellt, die Häuser. Wie ist es schon mal etwas? Wenigstens etwas. So. Das. Mein Gott, das Linienschiff ist wirklich wie ein Riesentanker da. Natürlich, wir sind noch nicht bei dampfbetriebenen. Wir sind noch nicht bei dampfbetriebenen Fahrzeugen angekommen. Ja. Okay.
So. Die Waffenruhe wurde beendet. Und du fährst jetzt ab nach hier unten. Was ist hier? Ich will da irgendwas, was zu tun ist. Stahl. Bleibt gerade mal so stabil. Wir brauchen aber ein bisschen mehr. Ich will ein bisschen mehr als nur stabil. Ich will schon. Ja. Wenn du noch einmal anfängst zu singen, ne, Kollege. Und klatscht aber kein Beifall. So. So. Jetzt haben wir Hochöfen. Es fehlt an Kohle. Naja, Kohle haben wir eigentlich. Rohmaterial haben wir genug. Rohmaterial haben wir hier noch, Leute. So. Das ist nicht das Problem. Das ist wirklich nicht das Problem. So, überall 40 kostet das. Ja, aber erstmal sind die Hospitale fertig. Die sind wichtig. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig, um es mal so auszudrücken. So. Jetzt haben wir das erreicht. Wo ist denn das Rathaus? So, da haben wir das Rathaus. Nee, das sollte nicht. Das wollte ich nur wissen. So, Pelzmittel können wir ja hier nicht anbauen. Wo ist denn das Problem jetzt? Warum rennen denn die Leute hier weg aus der Stadt? Oder wo rennen sie weg? Okay. Hängt ja alles nur von den Leuten ab, die man so kriegt. Was ist denn hier los? Ja. Wie es ausgeht, seht ihr in der nächsten Folge von Anno 1800. Ciao.